Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 16. Dezember. Es ist Montagmorgen und die Frage steht im Raum, was ist die beste Spielekonsole, die man derzeit kaufen kann? Und es ist ohne Frage, und ich möchte darüber keine Diskussion führen, die Nintendo Switch. Natürlich. Und was ist das größte Problem von dieser fantastischen Spielekonsole? Dass sie keine Bluetooth-Kopfhörer unterstützt. Das war von Anfang an ein Problem und man muss kabelgebundene Kopfhörer mit sich rumschleppen. Das ist ganz, ganz schlimm, weil wir wissen alle, man will nur ein paar Kopfhörer dabei haben für alle seine Geräte. Und deswegen kauft man den Rode Air. Das ist ein sehr, sehr dünner, ein sehr, sehr kleiner Bluetooth-Transmitter für die Switch. Und damit kann man dann jeden verdammten Bluetooth-Kopfhörer benutzen. Man kann sogar zwei gleichzeitig koppeln. Wenn jemand zuhören möchte, während man spielt und auch Kopfhörer verwenden möchte, dann kann man zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig koppeln. Sehr fantastisch. Und was ich unterschätzt hatte oder gar nicht auf dem Plan hatte, war, da kommt so ein kleiner Dongle mit. Das ist USB-C auf USB-A und die Kombination, die sieht dann ziemlich lustig aus, so eingesteckt. Aber damit kann man den auch an PCs, an PlayStation 4s und an meinem Mac Pro beispielsweise betreiben und Bluetooth-Kopfhörer an so alten Computern, alternden Computern verwenden. Eine sehr nette Lösung, wirklich nett, hat keine grellen LEDs, die einem nachts irgendwie ins Gesicht strahlen, ist super dünn, das heißt irgendwie die meisten Cases, die ihr benutzt, die passen dann immer noch. Koppeln ist super easy und ich bin extrem froh über diese 20-30 Euro Investition für die beste Spielekonsole, die man derzeit kaufen kann. Ohne dafür kabelgebundene Kopfhörer zu verwenden, meine Güte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.